Wie ändert man die Schubladenhöhe beim Silav-Automat, beziehungsweise wie nimmt man die Schubladen überhaupt raus? So, ich würde sagen, wir machen einmal kurz die Tür auf, ausschalten, also einmal hier an der Seite öffnen und dann einmal hier ausschalten. Das kann bei 10-mal Schublade tauschen gut gehen, aber meistens hat man Pech, deswegen lieber ausschalten, seid auf Nummer sicher. Jetzt nehmen wir die Schublade raus, einmal bei den Pfeilen drücken, hier sind immer Pfeile drauf. Unter den Pfeilen ist ein Drücker und zwei. Kann man das Ganze hier so nach hinten rausziehen. Dann kannst du natürlich auch anheben und das System austricksen. So, jetzt ziehen wir die Schublade erstmal raus, soweit es geht. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir mit der Hand, ich zeige euch gleich noch die Stelle, wo das Ganze sitzt. Fühlen wir hier hinten einmal lang und hier geht ein Flachkabel rein und das ziehen wir nach oben hin einmal ab. Ich zeige euch gleich die Stelle noch mal ganz kurz. Weil anders als bei Vendo gibt es hier keine Schnellkupplung, sondern das Ganze ist mit Kabel, mit Flachbandkabel verbunden. Wir heben die Schublade jetzt leicht an. So, jetzt bewegen wir das nach hinten. Und jetzt können wir die Schublade schon rausnehmen. Das Kabel, was ich abgezogen habe, hier seht ihr das einmal, das sitzt hier hinten drin. Und hier in der Mitte von der Schublade hat es drin gesteckt. Das heißt, diesen kleinen Nippel, den fühlt ihr auch, wenn ihr reinfasst hinten. Leicht nach hinten und dann das Kabel nach oben hin rausziehen. Dann ist die Schublade raus. Da, wo die Schublade saß, sitzt eine Stange. Links und rechts die Schrauben lösen. So, habt ihr die Schrauben entfernt, könnt ihr hier die Stange nach oben hin rausnehmen. Und dann könnt ihr dieses Blech hier in der Höhe, also einmal nach oben hebeln und dann in der Höhe nach oben oder unten verstellen. Ganz wichtig, hinten da, wo es sitzt, müsst ihr auch die dementsprechenden Schritte nach oben oder nach unten gehen. Das Ganze müsst ihr natürlich auf beiden Seiten einmal machen. Hinterher die Stange wieder einsetzen, dann das Blech wieder aufsetzen und die entnommenen Schrauben wieder reindrehen. Vergisst die Montage dieses Nippels nicht, denn der erklärt quasi nachher dem Fahrstuhl, wo er halten muss. So, die Schublade muss dann wieder rein. Wir haben hier unser Kabel, das legen wir hinten einmal schön an die Seite, dass es nicht aus Versehen beschädigt wird. Jetzt holen wir uns die Schublade, setzen die einmal wieder gleichmäßig ein, nehmen den Stecker so, dass die Kabel nach hinten rausgucken und stecken das Ganze dann hinten wieder rein. Fertig ist die Schublade eingebaut. So, wie ist das jetzt, wenn wir Fächer tauschen? Ihr seht, da ist der Nippel viel, viel kleiner in der Ecke. Hier, da ist der Nippel bei den Schubfächern, wo geschoben wird. Bei den Spiralen ist der Nippel breiter und daher weiß der Automat dann, ob das ein Fach zum Schieben oder eins mit Spirale ist. Viel Spaß beim Nachmachen.